Und zwar haben wir eine sehr geschätzte Kollegin in der AG, Frau Vogel, die ist Unternehmensberaterin in Bonn. Und Frau Vogel gibt uns einen interessanten Einblick in die Erwartungshaltung der Wirtschaft, was künstliche Intelligenz angeht, auch die Entwicklung dort. So, und sie berichtet, dass sie da manchmal doch sehr überrascht ist, bis hin zu Konsterniertheit, wenn sie sieht, was geglaubt wird, was in den nächsten Jahren schon möglich sei und was da kommt. Das wiederum erzeugt so eine Art Druck auf das Bildungswesen. Jetzt gebt uns doch endlich die Absolventen, die uns das dann bauen und die das können. Und jetzt gebt uns doch die Möglichkeit, dass, und forscht doch mal daran, dass wir das ganz schnell in Produkte umsetzen können. Und gleichwohl ist das hier, Sie sagten so schön 80er, ist eigentlich schon eine ganz alte Darstellungsform. Und wenn wir nicht uns was weiß ich, Tron und welche alten, oder der Terminator kommt auch aus den 80ern. Ja, solche Vorstellungen, die sich aber bis heute durchziehen. Wie sehr müssen Sie sich vor Wirtschaft oder vor Populärkultur den Mund fusselig reden, um zu versuchen, das in die Bahn zu lenken, in denen sich künstliche Intelligenz und Algorithmen und auch Big Data gerade tatsächlich befinden? Ja, eigentlich ist es ein bisschen andersrum. Also tatsächlich habe ich ja gesagt, wir haben ein Startup und wir machen gerade 100 Workshops mit einer großen Firma und da sitzen jeweils 15 interessierte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen drin und diese Workshops sind ganz toll. Natürlich kommen da die ein oder anderen überzogenen Ideen daher und manchmal ist die Enttäuschung auch sehr groß, dass KI im Moment einfach nur Statistik auf Steroiden ist. Aber eigentlich ist das schnell geklärt. Insbesondere sind die Personen dankbar, wenn sie merken, ach, damit hatte ich schon mal was zu tun. Ich weiß, was eine Regression ist, ein Entscheidungsbaum. Das sind alles Dinge, die ich kenne. Das heißt, wenn dieser Moloch-KI einmal zerschlagen wird in die verschiedenen Methoden, dann sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigentlich eher erleichtert, dass man das verstehen kann und dass das eine Gestaltbarkeit hat. Die eigentliche Gefahr besteht darin, dass diese Systeme trotzdem angeboten werden, aber völliger Mumpitz sind. Der Bayerische Rundfunk und der Spiegel haben gemeinsam gerade eine Software getestet, die angeblich bei einem 5-minütigen Bewerbungsvideo erkennen kann, welche Persönlichkeit die Person hat. Und das haben sie eine Schauspielerin machen lassen. Und die Schauspielerin hat das Interview zweimal gemacht, einmal mit und einmal ohne Brille. Und siehe da, sie hatte eine andere Persönlichkeit. Und auf Nachfrage bei der Firma hieß es dann, ja, wir machen eigentlich nicht die Persönlichkeit, sondern nur die empfundene Persönlichkeit. Und dann sieht man eben schon, wenn die empfundene Persönlichkeit, was soll das sein? Diese Maschinen müssen ja etwas Konkretes lernen. Das heißt, man muss ihnen konkret sagen, das ist das und das ist dies. Und wenn man da schon anfängt, mit so verschwommenen Begriffen wie empfundener Persönlichkeit zu arbeiten, dann ist das einfach Unsinn. Aber die größte Gefahr ist tatsächlich dies, und ich bekomme E-Mails von Personen, die sagen, mir ist ein KI-System angeboten worden, das macht den digitalen Schatten, und dann kann man sich von KI als Person beraten lassen, wie überzeugen wir Arbeitgeber, dass das kein Schummeln ist. Und dann schreibe ich zurück und sage, das ist technologisch nicht machbar, doch, doch, ich habe Beweise gesehen, wir haben ganz viel Geld investiert, sie sollen uns jetzt nur helfen zu sagen, wie man das gesellschaftlich akzeptabel macht. Und das sind die Felder, die ich wirklich für kritisch halte, also die unkritische Adaptation von magisch erscheinender Software, weil irgendjemand das marketingmäßig gut rüberbringt. Und das ist die größere Gefahr. Wer müsste denn eigentlich mehr lernen, um mündiger damit umzugehen? Ihr Buch hat mich ja in ein bisschen, Verzeihung, überrascht. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Habe ich mir eigentlich gedacht, ich weiß, wohin die Reise geht. Und wir sind ja zumindest so lange im Thema schon drin, dass wir nicht ganz weit weg davon sind. Also sicherlich schon ein bisschen mehr im Thema als vielleicht ein, wie auch immer, gearteter gesellschaftlicher Schnitt. Aber wenn Sie nachts eine Doku schauen und es geht irgendwie um Physik, geht es immer gleich um Gravitationswellen und schwarze Löcher, selten um die Bewegung auf der schiefen Ebene, also so Grundlagenphysik. Und wenn es um KI geht, geht es immer gleich um die bewusste Maschine und wann werden wir ersetzt und nicht um
die Wand, die die Technik darstellt, zwischen den Interessen der einen und den Komfortbedürfnissen der anderen. Und ihr Buch will uns, also die interessierten Leserinnen und Leser, die Sie ja direkt ansprechen, ja eher darauf vorbereiten, zu sehen, wer hinter dem Spiegel sitzt. Wer müsste eigentlich wie und durch wen mehr geschult werden? Ja, also auf der einen Seite benötigen wir tatsächlich, glaube ich, so interdisziplinäre Studiengänge, wie wir das an der TU Kaiserslautern anbieten, um Expertinnen und Experten zu haben, die wissen, wann sie welche Disziplinen mit ins Boot nehmen müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir gut geschulte Journalistinnen und Journalisten, dass das vor 5 Jahren noch nicht in ausreichender Menge vorhanden war, dieses Wissen im Journalismus. Das hat für mich erst dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe und mich dafür eingesetzt habe, mit vielen Vorträgen da ein bisschen mehr grundlegendes Wissen in die Gesellschaft zu bringen. Das ist heute anders. Also es gibt heute, wenn ich heute interviewt werde von Journalistinnen und Journalisten, sind die Fragen schon ganz anders. Wenn ich sehe, wie die Interviews danach rauskommen, die sind top. Also da haben wir, glaube ich, inzwischen wirklich das Bewusstsein dafür. Und gerade diese tolle Recherche vom Bayerischen Rundfunk um Spiegel zeigt das eben, dass inzwischen der Journalismus diese KI-Systeme in Frage stellen kann und genau die richtigen Fragen stellt, um rauszukriegen, ob die das überhaupt können. Sicherlich brauchen wir da noch viel Politikberatung. Da ist das Wissen noch nicht so weit. Aber die Enquete-Kommission hat da auch ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass jetzt im Bundestag unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter den heutigen Abgeordneten sehr viel Wissen übertragen wurde. Und natürlich auf die Dauer müssen wir sehen, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin das ein bisschen besser versteht. Und deswegen spreche ich auch davon, dass KI uns näher kommen wird, denn sie wird an unsere Arbeitsplätze und an unsere Ausbildungsplätze kommen. Und an diesen Stellen müssen wir gute Fragen stellen können. Ja, wenn der Kollege dann eingestellt werden soll, ich habe gerade heute Morgen auf Twitter eine Diskussion gehabt von Bundeswehrangehörigen, die eine amerikanische App diskutiert haben, die den General ersetzen soll. Das ist vollständiger Unsinn, aber gefährlicher Unsinn. Und das auseinanderzunehmen und da wirklich nachzuweisen, dass das wirklich nicht funktionieren kann, außer natürlich Informationen in geeigneter Form für eine Entscheidungsfindung vorzubereiten oder eben vor Gericht bei der Vorbereitung von Gerichtsfällen. Da kann KI ganz viel Unterstützung leisten, aber diese Idee, dass man eine App bauen kann, die einen General ersetzt, ist so hanebüchen, dass es da genug Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Militärangehörige geben müssen, die sofort sagen, warte mal, das kann nicht sein. Wie war die Resonanz dann, wie ist die Resonanz üblicherweise, wenn Sie sagen, das halten wir für Unfug? Sie haben ja eben schon gesagt, doch, kommt dann, wir haben ja Beweise. Ich hatte heute Morgen nicht so viel Zeit, weil ich in der Konferenz saß und habe die Diskussion erstmal an mir vorbei plätschern lassen, habe aber gesehen, wie schnell die Diskussion auf die Frage ging, ja, was mache ich denn dann? Muss ich der Maschine dann gehorchen? Es wurden Witze gemacht, aber von außen kam jetzt in dieser Diskussion niemand, der gesagt hat, hört mal, Leute, das ist Unsinn. Und wie gesagt, tatsächlich ist die Frage, ob man eine solche App bauen kann, die einen General ersetzt, ob das technisch möglich ist, ist leider nur zweitrangig, wenn sie denn trotzdem eingesetzt wird, ohne dass der Nachweis geführt wird. Und das haben wir in den USA jetzt leider mehrfach gesehen. Da werden Systeme verwendet vor Gericht, die über Kriminelle, die vor Gericht stehen, eine Vorhersage machen, ob diese Person innerhalb der nächsten 2 Jahre wieder kriminell werden wird. Diese Systeme sind nicht angemessen in ihrer Qualität und sie werden trotzdem eingesetzt. Und das, wie gesagt, ist die größte Sorge, die ich habe. Also natürlich brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger, die sagen, das kann gar nicht gehen, aber vor allen Dingen müssen wir vermeiden, dass die Dinger trotzdem eingesetzt werden. Sie hatten ja in unserem Vorgespräch ein Exempel genannt von Prüfungsbewertung. Ja. Auch wenn die in den Ergebnissen sehr nah dran sein mögen, ist der Grund, warum die Bewertung dann durch den Algorithmus oder durch die Maschine so
gesagt, dann so ausfällt, auch wenn es nah dran ist, sind ganz andere Kriterien, als die Sie als menschliche Hochschullehrerin hätten angewandt. Das Gleiche könnte man sich ja dann für einen, ja, Sie sagten es gerade, für einen maschinellen Richter vorstellen. Und wohin das dann führen kann, das haben ja bestimmte Suchalgorithmen oder Erkennungsalgorithmen bereits gezeigt, die dann zu am Ende zu rassistischen Ressentiments führen können. Und genau das, was Sie ja sagten, wozu es nützen könnte, zum Beispiel Integration und Barrierefreiheit, eben nicht führen. Also eigentlich den Nutzen, den man aus der KI ziehen könnte, genau ins Gegenteil verkehrt. Sehen Sie die Sorge bei uns, also sagen wir mal im deutschsprachigen Forschungs- und Debattenraum? Ja, im Moment lassen wir uns treiben in Diskussionen wie, wo können wir KI in der Hochschule einsetzen? Wie verpassen wir nicht den Fortschritt? Und wenn man von dieser technischen Perspektive herkommt, anstatt zu überlegen, welche gesellschaftlichen Probleme haben wir und wollen wir lösen? Und könnte KI da vielleicht eine gute Lösung sein oder nicht? Immer wenn wir die von der Technologie her fragen, ist die Gefahr groß, dass vermittelt wird, diese Technologie könnte Probleme in diesem Umfeld lösen, man will nicht den Anschluss verlieren und schwuppdiwupp hat man ein tolles neues KI-System für mehrere hunderttausend oder Millionen Euro eingekauft, entwickelt oder ähnliches. Und bis man dann nachgewiesen hat, dass das die Lösung nicht sein kann, das dauert meistens lange. Wenn wir erstmal solche Systeme in Betrieb haben, werden wir 10, 15 Jahre damit herumhüsern, bis es eben offensichtlich ist, dass sie nicht funktionieren. Gerade bei den Essay-Bewertungssystemen, von denen ich gesprochen habe, die werden in Amerika viel eingesetzt. Die hatten zuerst einen sehr begrenzten Einsatz für Sprachprüfungen von ausländischen Studierenden. Mhm. Da werden Essays geschrieben, die eine ganz bestimmte Form und Struktur haben und auch die menschlichen Gutachter bewerten pro Stunde 35 Stück. Das heißt, auch die machen das ziemlich mechanisch und sind extra nicht angehalten, auf den Sinn und den Gehalt des Essays zu achten. Und tatsächlich kann die Maschine da ziemlich gut vorhersagen, wie ein menschlicher Gutachter handeln würde. Und die Maschine wird meistens gepaart, ein menschlicher Gutachter und die Maschine. Und wenn da eine hohe Diskrepanz ist, dann kommt ein zweiter menschlicher Gutachter dazu. In einem so begrenzten Anwendungsgebiet mag das eine Effizienzsteigerung sein, die auch zulässig ist. Wenn man dann aber denkt, ah, Maschinen können Essays bewerten und es dann auf jegliche Form des Essays, des Textes verwendet. Das kann nicht mehr funktionieren und insbesondere dann nicht, wenn man sich anguckt, wie die Maschine das macht. Die guckt auf die Anzahl der Wörter, sie guckt darauf, wie oft seltene Wörter verwendet werden. Und auch wenn das häufig so ist, dass gute Studierende sich mit den akademischen Gepflogenheiten schon gut auskennen und die entsprechenden Terme, die selten sind, gut verwenden können, wenn man als Schüler oder Student weiß, dass das ein Bewertungskriterium ist, nun ja, dann wird man eben seltene Wörter verwenden, ohne dass sie in den Kontext passen und die Maschine wird es nicht erkennen. Guter Punkt. Frau Zweig, ich habe Ihnen eine halbe Stunde versprochen und dass wir da nicht zu sehr drüber gehen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Klar, gerne. Auch jetzt über das Interview hinaus. Herr Metzner, möchten Sie noch etwas Fragen ergänzen? Nein, vielleicht nur kommentieren. Ich habe doch vieles, was Sie veröffentlicht haben, gelesen. Und mir ist dabei immer klarer geworden, jetzt aus meiner Sicht von Hochschulleitung und HAK und so weiter, es wird höchste Zeit, dass die Hochschulen anfangen, doch nochmal ganz grundsätzlich strategisch über KI nachzudenken. Und dieses neue Nachdenken, das ist ja völlig verloren gegangen jetzt über diese Digitalisierungswelle, die da über alle reingebrochen ist und die das, was Sie eben kritisiert haben, ja nochmal wahnsinnig verstärkt hat. Das heißt, es wird also höchste Zeit, dass man da nochmal ansetzt mit einer grundsätzlichen Zieldiskussion, strategischen Diskussion. Und da müsste man genau an den Punkten ansetzen, die Sie sozusagen jetzt alternativ in Anführungszeichen in den Vordergrund stellen, in dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch dem, was Sie schreiben. Nicht? Also etwa zum Beispiel der Begriff, den Sie ja immer sehr, sehr stark machen, Stichwort Kette der Verantwortlichkeiten, erkennen.
Nicht? Alleine das Thema Verantwortlichkeit, das müsste ja da mal wirklich ganz grundsätzlich bedacht werden. Und zwar im Zusammenhang mit der Frage, wie schafft man eigentlich die Fähigkeit, Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, jetzt im Sinne von beobachten, aber auch im Sinne von Selbstverantwortung tragen. Das sind Fragen, die ja noch niemals gestellt worden sind unter dem allgemeinen Überbegriff Digitalisierung der Lehre oder so etwas. Und deswegen denke ich, dass man da wirklich mal systematisch daran gehen müsste, auch mit Ihnen noch mal darüber sprechen müsste, wie man da tatsächlich zu wirklich ernsthaft gemeinten Future Skills kommt. Alle Welt redet davon, dass man also in Zukunft ganz andere Fähigkeiten braucht. Und wenn dann die große Liste kommt, dann fehlt eigentlich das Entscheidende. Nicht? Weil das dann wieder nur solche Perfektionierungsgeschichten sind, Fitmach-Skills sozusagen. Aber nicht die tatsächlich darauf abheben, dass man tatsächlich dann in ernsthafter Weise Verantwortung wahrnehmen kann. Also da müssten wir auch nochmal drüber reden. Ja, also ich habe gestern schon mit Herrn Rexe-Stein darüber geredet. Also das Studienfach Informatik und Gesellschaft, das war, als ich in den späten 90ern, Anfang 2000er studiert habe, gab es an fast jeder Universität einen Informatikprofessor oder meistens eine Professorin im Bereich Informatik und Gesellschaft. Die sind fast alle ersetzt worden. Also das ist wirklich eine Schande, dass wir heutzutage in den Fachbereichen kaum noch diese Denominationen haben. Das ist ein Riesenproblem. Trotzdem mache ich mich dafür stark, dass das Ingenieurstudium, das Informatikstudium mit diesen Themen nicht überfrachtet werden sollte, unter einer Bedingung. Ich halte die Vorlesung Informatik und Gesellschaft für unsere 120 Anfänger, die wir so pro Jahr haben. Die kommen zu mir ins dritte oder fünfte Semester. Und mit denen gehen wir durch, wofür wir als Informatiker Verantwortung haben, wofür wir sie vielleicht übernehmen sollten und wofür wir sie auch nicht übernehmen müssen. Und das Endergebnis von dieser Vorlesung ist ein an sich selbst geschriebenes Memo. Wo sehe ich die Verantwortung der Informatik? Wo möchte ich persönlich sie übernehmen? Und wo möchte ich sie nicht übernehmen? Und daraus sollte dann natürlich auch folgen, welchen Beruf man sich sucht. Denn die Informatik, das ist so viel Zeug, die man sich in den Kopf bringen muss. Da können wir nicht beliebig viel mit gesellschaftlichen Themen verwenden und die meisten unserer Studierenden würden es auch nicht wollen. Die wollen Hardware machen, die wollen Internetprotokolle machen, die wollen Datenbanken aufsetzen. Und das sind tatsächlich Bereiche, wo es ganz wenig gesellschaftliche Verantwortungsfragen gibt. Die sollte man auch in Ruhe lassen. Und für die anderen haben wir eben den Studiengang Sozioinformatik. Und da können die diesen großen Bogen nehmen. Daher würde ich mir wünschen, dass alle technischen Universitäten auch diese interdisziplinären Studiengänge anbieten. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass die meisten unserer Ingenieursstudierenden genau diesen Teil, der schwierig ist, der mit sozialen Normen zu tun hat, eben nicht wünschen, sondern sich einen Beruf wünschen, wo alles schön mit Anforderungen und Regeln bearbeitet werden kann. Und wir würden uns die vergraulen, ohne viel Mehrwert zu schaffen, denn tatsächlich ist das Berufsbild des Informatikers so groß, ich würde sagen, wirklich 30% davon ist mit gesellschaftlicher Verantwortung vielleicht sogar nur 20, 10% behaftet. Deswegen nehmen wir auch nicht so viele Sozioinformatiker und der Rest, der muss jetzt einfach mal machen dürfen. Übrigens ist das, wenn ich das nur abschließend sagen darf, das ist eine Diskussion, die Sie da gerade beschreiben oder eine Bestandsaufnahme, die war schon mal da. Ich bin in den 70er Jahren involviert gewesen von dem Aufbau der Informatik an der Universität in Koblenz. Und die ist aufgebaut worden, ausgehend von der TU Kaiserslautern. Und damals gab es Leute, zum Beispiel der damalige Chef des Rechenzentrums in Kaiserslautern, der sagte, man muss, wenn man sowas Neues macht, von vornherein auch Sozialwissenschaftler in die Informatik einbauen. Und das ist gescheitert. Das ist gescheitert an den Studierenden, es ist gescheitert an den Lehrenden. Ja, wundert mich nicht.
Ja, nee, das ist also, insofern muss man das, glaube ich, auch mit Augenmaß sehen, wenn man sagt, also ja, jetzt machen wir alle solche Studiengänge, nicht? Ich meine, das ist, ich weiß nicht, welche persönlichen Erfahrungen Sie mit sozusagen mit interdisziplinärem in Kaiserslautern haben, aber ich kann das ist tatsächlich einfach, weil man findet an jedem Fachbereich zwei, die dazu ganz viel Lust haben. Die Frage, ob das nicht ein Studiengang wäre, der besser in den Sozialwissenschaften angesiedelt wäre, so. Die kam sehr oft. Und das habe ich immer verteidigt, weil ich glaube, dass die technischen Artefakte, die wir bauen, inzwischen so kompliziert geworden sind, dass man sich nicht, wie zum Beispiel bei der Atomkraft oder bei biochemischen Innovationen als Laie von außen da rein gut einfinden kann. Ich glaube, dass das Studiengänge sein müssen, die wirklich fest verankert in der technischen Seite sind und dann die anderen Disziplinen mit einladen. Aber an den Unis würde ich mir zwei Sachen wünschen. Also das eine ist was ich sehr genossen habe an der Universität Heidelberg, war eine Struktur, die nannte sich Marsilius-Kolleg. Das war natürlich im Rahmen der Exzellenzinitiative auch mit sehr viel Geld ausgestattet. Und da konnten sich pro Jahr Paare von Personen aus zwei Disziplinen bewerben mit einem Projekt. Die haben eine gewisse Lehrerleichterung bekommen, mussten sich aber während der Vorlesungszeit jeden Montagabend treffen, auch für 3-4 Stunden. Es gab ein sehr gutes Abendessen und Weinchen und so. Es war alles sehr schick. Aber vor allen Dingen verbinden sich die Fakultäten dadurch auf ganz natürliche Arten und Weisen, indem man genau die Kollegen, die Lust haben an diesen Sachen, die Möglichkeit bietet, sich gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam Projekte zu machen. Das ist etwas, was ich mir mehr wünschen würde in Deutschland. Und ich würde gerne nochmal, ich finde, dass, also wie Sie Ihre Rolle als Professor gelebt haben und heute leben, ist sicherlich ganz anders, wie ich wahrgenommen werde und wie unsere Studierenden uns wahrnehmen. Und ich glaube, es wird Zeit, mal darüber nachzudenken, welche Rolle haben wir aus unserer Sicht als Professorinnen und Professoren? Wie viel müssen wir in die Gesellschaft zum Beispiel hineinsprechen? Ist das eine Verpflichtung, die wir haben sollten, die wir auf uns nehmen wollen? Wer sind wir? Wer sind wir heute noch? Und das wäre auch eine Diskussion, die ich mir noch mal wünschen würde auf der Hochschulebene. Oh ja, gut zu wissen. Fand ich war auch ein gutes Schlusswort.